Nee, Naturramse ist schon wieder dran. Erstmal das Auto vorbeilassen und dann zeige ich euch mal das Coolste, was der Ramses bisher gesehen hat in seinem Leben. Guckt euch das mal an. So, ist das nicht herrlich, ne? Wir sind eigentlich gerade auf der Fahrt nach Gera Richtung Thomas und wollen eigentlich zum Go-Fest, zum Weltweiten. Jetzt fahren wir hier rum durch diese Straße, Wald, Gebiet. Das sieht alles so herrlich aus hier. Ich muss jetzt unbedingt aussteigen, das Auto irgendwo an den Rand stellen und mal diesen mega genialen Wasserfall auf Video festhalten. Ich habe noch nie sowas Tolles gesehen. Das sieht man mal, dass ich im Leben noch nie was erreicht habe, noch nie rumgekommen bin. Und jetzt so ein Wasserfall mich total aus dem Häuschen bringt. Der sieht leider auf Kamera nicht so krass aus wie in echt, weil der irgendwie so voll weit weg ist. Aber hier ist auch wie so ein Kiosk und alles. Da geht es übelst die Treppen hoch. Da geht es eine Höhle rein. Da gibt es einen Rundwanderweg drumherum. Und hier habt ihr einfach diesen mega genialen, großen Wasserfall, der hier über diese ganzen kleinen Dinger, über die Steine drüber fließt. Habe ich noch nicht gesehen, finde ich richtig genial. Und jetzt schnell Pupsi suchen und weiterfahren. Wir sind eh schon spät dran. Ich weiß auch nicht, ob ich jemals hier wieder ausparken kann, weil ich jetzt einfach da stehe wie so ein Dorfjunge. Ach du Scheiße, das sieht so herrlich aus. Da oben siehst du wieder ein Geländer, wo halt eben dieser Wanderweg lang führt außenrum. Das ist Natur, Bursche, Junge. Hier musst du wandern gehen. So, das ist kein Vlog, aber ich muss euch unbedingt diesen super Luftballon zeigen, der hier rumhängt. Guckt euch das mal an. Das Krümelmonster aus der Sesamstraße, ist das nicht genial? Würdet ihr das gerne mitnehmen? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sind jetzt gerade im Kaufland mit dem Thomas und der Shenaya. Ich habe nichts gefilmt bisher, aber jetzt muss ich das Ding mal starten. Du liebst Grillen, du kriegst Grillen. Kennt ihr das schon? Würzwunder zum Würzen, Kochen und Verfeinern, würzige Tomate oder feine Kräuter, Würzwunder. Thomas, was ist dein Liebling? Ich suche Knoblauch. Ich suche Knoblauch. Feine Kräuter oder würzige Tomate? Na, dann nehme ich die Tomate, weil kein Knoblauch da ist. Du nimmst die Tomate, da ist die Tomate. Guck, die ist nämlich genauso rot mit ihrem... Da wäre ich ja ganz rot. Welche, warte mal. Ich glaube, ich habe gerade Fred Durst von dem Biscuit gefunden. Jo Leute, was geht ab? Guckt euch das an. Keep rolling, 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 rolling. Keep rolling, rolling, rolling. Welche Chips? Oh. So, und passend zu Jennas Oberteil haben wir jetzt hier sogar diesen Vorbro gefunden. Vorbro Ice Tea Red Crash. Pupsi, kennst du den schon? Das ist mit Wassermelone-Minze-Geschmack. Den hatte ich noch nicht. Und wenn, dann kann ich mich nicht mehr erinnern. Deswegen müssen wir den mitnehmen zum Testen. Ich hatte auch noch Zeiten in der Jugend, da war ich hackgestresst. Das ist Vita Energy Rote Traube. Vita Energy? Das ist ein NASA-Shirt. Warum packst du den mal? Ich glaube, wir haben Thomas einen Schlüpfer gefunden. Der hat im Regal gehangen. Alter, das ist ein NASA-Shirt. Ach, für die Nase? Okay, da kannst du ja gleich mal Nase putzen. Hier, für weibliches T-Shirt NASA. Und da meinst du, das gibt es hier zu kaufen oder das hat jemand ausgezogen? Das hat jemand ausgezogen. Wilde Sexorgien im Kaufland, in Gera. Habt ihr sowas schon gesehen? Da eh nochmal runter ein Getränke, ne? Ein Rotwein für den schönen sinnlichen Abend. Ist das Rotwein? Das ist Cider. Feinster Apfelwein. Das ist Cider. Da probiere ich mal ein. Der sieht sehr golden aus. Was weiß ich denn, was ihr hier in dem Einkaufswagen macht? Das ist Jenny. Das sind meine. Ach, hier, warum schiebt dich den Wagen eigentlich an? Weil du alt bist. Weil der nicht von alleine fährt. Geflügel, ein Schwein. Kennt ihr noch die Höhle der Löwen? Die haben doch hier dieses Ist doch Wurscht gemacht, diese Currywurst im Glas. Für 3,99 €. Die haben jetzt sogar Schaschlik im Glas, ne? Mit Geflügel. Und irgendwie auch noch mit Schwein, weil original ist Schwein und jetzt gibt es auch Geflügel. Kennt ihr das? Wollen wir das mal testen für Ramses Kitchen? Ich glaube nicht. Nein. Die Höhle der Möwen, ja. Jetzt neu, auf Fotz. Verehrte Kunden, unsere Bedienungstheken erhalten Sie heute Fischbrötchen und frischen Hackepeter um 50% reduziert. Halten Sie zu. Nee, habt ihr Fischbrötchen gehört? Hast du Fischbrötchen gehört? Habe ich, will ich nicht. Hast du Fischbrötchen? Frischbrötchen. Achso, das ist gar nicht. Ich dachte, das ist Sandra jetzt.
Hier hat sogar der Fahrstuhl extra eine Kaufland-Taste. Guck dir das an. Die Kaufland-Taste. Wir müssen aber hier runterfahren. Hoffe ich, dass es passt. Er gibt dir nur die 2. Taubsi! Nein! Ich glaube, Taubsi mag mich nicht mehr. So, wir sind jetzt hier im Getränkemarkt, ne? Wir wollen nämlich noch Bier fürs Wrestling mitnehmen. Ja. Jetzt haben wir hier Mauritius gefunden, das kenne ich gar nicht. Das ist ein Pilsner, da ist eine Landschaft drauf. Guckt euch die Landschaft an. Gefällt euch die Landschaft oder passt auf, hier gibt es Mauritius. Da ist da ein Typ drauf. Der freut sich übelst, der hat sein Bier nämlich schon eingeschenkt. Das ist das Zwickauer Urtyp Export. Das sieht doch genial aus. Wir kennen alle Schneewittchen und die 7 Zwerge. Hier gibt's 7 Schneewittchen und der eine Zwerg. Also der Zwerg und die 7 Schneewittchen. Die stehen einfach da, IPA-mäßig. Und der Zwerg muss den Boden schruppen. Richtig brutal. Ich stell's lieber wieder zurück. Aber das werde ich mal mitnehmen. Kraftwerk Holy Coal Triple Belgien malzig süß mit 9%. Alter Falter. So, in Gera sind die Kauflandländer, das Kaufland ganz speziell. Hier tropft nämlich die ganze Zeit die Pisse und Scheiße einfach aus der Decke raus. Tropft hier lang, fließt hier runter und es riecht wie in der Klärgrube die ganze Zeit. Richtig genial, da macht Einkaufen noch Spaß. Was ist mit los? Ja gut. Ja, was? Die Kackwürste, die da rausfliegen, die isst der noch. Jetzt schnell weg. Ohne zu zahlen. Der raucht. Ach, eine Kaugummi-Zigarette. Da werde ich mir auch gleich einen holen. Wir haben nämlich diesen Oldschool-Spielautomat gefunden. Und das sieht schon so aus, als würde es gar nicht mehr funktionieren. Was holst du dir da? Ein Flummi? Ein Flummi? Was gab's hier? Ein Kaugummi. Auch für 10. Hä? Wieso habe ich. Wieso nehme ich denn die hässlichen hier drüben für 10 Cent, wenn es da drüben Spezialkaugummis gibt für 10? Oh! 2 Kaugummis! Und die schmecken immer noch so mega minzig, komisch, künstlich und nach Sand. Das ist das Beste. So wie früher. Hier ist Dünnschiss drin. Scheiße! Ja, das sieht aus wie, als hätte es schon mal gelebt. Gut. 3 Minuten hast du. So, wir sitzen jetzt hier an der Straßenbahn und wollen gerade zum Thomas und warten auf Andrea. Und das ist ein Odin-Bierdeckel. Und warum das ein Odin-Bierdeckel ist? Weil wir hier ein Odin-Bier haben. Guckt euch das mal an. Odin-Trunk, Mehrweg-Pfannflasche, Honig-Bier, göttlich milder Biergenuss. In Gera City gibt es sowas im Getränkeding. Da, guck, das saufen sie wieder. Was ist das? Saftiger Keller-Bier-Mix. Radler Limette. Radler Limette. Haben wir dich erwischt? Na, ist alles gut. Prost, Prost, Jena. Prost. So, Honigbier for life. Das ist Gera. Das ist Gera. Und das ist eigentlich auch Gera, aber sieht aus wie Thomas, wenn er raucht. Und hier drüben haben wir noch das Gerana Glory Hole. Wenn ihr wisst, was Rimjobs sind, wisst ihr bestimmt, was ein Glory Hole ist. Schreibt's mal in die Kommentare. Da freut sich der Thomas wieder, wie eine Lokomotive. Jetzt hat Thomas mich darauf hingewiesen, diese Seite ist für Männer und diese Seite ist auch für Männer, aber für andere Männer. Verstehen Sie? Ich kenne ja das Mainufer in Frankfurt beim Biala, aber das ist auch sehr schön. Oder nicht? Ja, die hauen einfach alle ab. Dann ist ja immer das Gleiche hier. Da kannst du dir nie die dreckige, verranzte Stadt angucken, weil alle einfach abhauen. Gera ist bekannt wie ein bunter Hund. Oder eine bunte Kuh. Die macht sehr gerne Mu. Guckt ihr euch doch mal an hier. Dieses Horn, dieses Ohr. Und diese Zipfel. Würde Natururin jetzt machen. Aber wir sind ja nicht Natururin, deswegen muss ich schnell um die Kuh herum.
Wir haben einen roten Hippo gefunden. Guckt euch das an. Das sieht aus wie ein überdimensionaler Hodensack. Aber das ist es. Guck doch mal, wie süß. Dann streichst du hier so drüber und alles ist gut. Und hier unten geht es dann da runter und dann... So, wir sehen jetzt hier irgendwie so vom... Ich weiß gar nicht, was das ist. Milano? Pizza und Kebab Service ist auf jeden Fall so ein Dönerladen. Da seht ihr das Dönerauto. Guckt doch mal, wie lecker das aussieht, diese Burger und dieses super Kind, was da drauf ist. Das ist Milano Pizza Kebab. Thomas ist schon reingegangen, die anderen sind schon drin. Wir gehen jetzt auch rein. Werden jetzt noch Abendbrot essen erstmal. Ich kenne das nicht. Mal gucken, was es für Pizza gibt. Ansonsten esse ich vielleicht einfach nur einen Döner oder so. Danke, das ist gut. Guck, sehr gut sogar. Hoppa! Hoppa! So, soll deins auch auf? Ja, wäre lieb. Ja. Okay. Kriegst du auch das, was mit dem Stöpsel aufgemacht ist? Dankeschön. Das angesabberte will ich nicht haben. Ich denke ja schon mit in dem, was ich tue. So, wir sind jetzt hier im Pizza Service Milano. Da gibt es das super Essen. Guck dir das mal an hier. Da gibt es nämlich lecker Salat, Hamburger, Omelette, Risotto, Pasta. Oh, hier ist ja das hier. Das ist ja nicht gut, was Rigatoni, Macaroni, Tagliatelle, Tortellini, Gnocchi, frische Aufläufe, Pizza, Calzone. Peske Fischgerichte, Fleischspezialitäten, Rumpsteak, Schnitzel, mexikanische Küche, Chicken, indische Spezialitäten, Döner. Und ich habe mir jetzt hier einen Mega-Döner rausgesucht. Mega-Döner für 6 Euro. Es gab es mit Kräuter, Knoblauch, Curry oder Chili-Dressing. Normal esse ich ja immer Chili, aber ich habe noch nie Curry-Dressing gesehen. Deswegen gibt es jetzt einen Mega Döner mit Curry Dressing. Mal gucken, wie der aussieht. Und dazu natürlich ein Wernesgrüner Bier. So, wir haben jetzt hier einen Mega Döner bekommen. Guckt euch das mal an. Mit Curry Soße, also Curry Dressing. Ich fühle mich beobachtet und deswegen stelle ich das jetzt mal hier hin. Ich habe keine Ahnung, wie man das überhaupt essen soll. Das sieht auf jeden Fall wirklich mega aus. Ist das ein Löffel? Ist das eine Gabel? Es ist ein Messer, guck dir das an. Das legen wir jetzt hier drüben hin. Versuchen den mal irgendwie auf die Hand zu kriegen. Jetzt ist schon die Hälfte rausgefallen. Zusammenzudrücken. Und dann irgendwie so ein bisschen reinzubeißen. Ne? Jetzt wo alles unten liegt, können wir ja hier oben mal... Das ist aber super! Wie isst denn du, sag mal? Ja, die Hälfte liegt jetzt unten, die Hälfte ist noch drauf. Man merkt deutlich die Curry-Note. Mit Vollmund spricht man nicht. Ich glaube, das war es jetzt erstmal. Vielleicht, wenn man zurücklaufen kann, ich noch was filmen, solange wie der Akku hält. Das ist ein mega Döner in Gera, de. An der Spielwiese in Westung-Rusan voraussichtlich bis zum 10.06. nicht eingefahren werden kann. Habt ihr das gehört? Wir sitzen jetzt in der Straßenbahn auf dem Weg zum Thomas. Es hat gerade angefangen zu regnen. Wir sind nass. Andrea ist weg. Shania ist weg. Pupsi ist da. Thomas ist da. Ich bin der Thomas. Wir fahren jetzt zum Thomas nach Hause und dann würde ich sagen, war's das von dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Ich filme nochmal, wenn ich im Bett liege. Okay, bis gleich. So, wir sind jetzt zu Hause angekommen beim Thomas. Der Thomas guckt gerade Menas Moos, beziehungsweise hört gerade Menas Moos. Pupsi hat sich schon mal hingelegt. Die anderen sind alle in den Hotels. Ich muss noch ein paar Bälle sammeln fürs Go-Fest morgen. Wollte mich gerade ein bisschen abduschen. Hab mir noch eine Paulana Spezi aufgemacht. Die werde ich mir jetzt noch gönnen. Grüße gehen raus an alle, die das sehen. Und an den Thomas. War auf jeden Fall ein sehr cooler erster Tag. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Und ich sehe aus wie ein Maulwurf. Lasst euch davon nicht abschrecken. Wir werden auf jeden Fall morgen
das GoFest rocken, den zweiten Tag mit Raids und zwischendurch gibt es immer trotzdem noch mal ein paar Vlogging-Sachen, die hier reinfliegen, weil wir noch ein paar Bier-Tastings haben und andere Sachen und Gera ist groß, wir müssen auch noch mal essen gehen, wollen noch einen fetten Burger testen. Das war jetzt im Prinzip der erste Tag, der erste Abend. Ich wollte gar keinen Vlog machen, jetzt ist es doch einer geworden. Peace out, vorhaut euer Ramses.